Herzlich willkommen zurück zu Männer in Anzügen. Männer, die auf Videokameras starren. War nicht letztes Jahr. War nicht letztes Jahr? Nein. Cool. Ich hatte jetzt gedacht, ich hätte vielleicht einen Film ausgegraben nach dem. Nee, also ich habe ihn nicht geguckt, aber. Ich habe ihn gesehen, er war sehr lustig, aber er war nicht letztes Jahr. Gut, okay. Was war eigentlich unsere. Der deutscheste Film. Der deutscheste Film des Jahres. Da muss ich sagen, auch wenn Hell. Hell hat ihn nicht verdient, weil Hell war sehr undeutsch, muss ich sagen. Welchen willst du dann draufsetzen? Dann bleibt ja nur noch ich eigentlich den deutschen Film draufsetzen. Soll ich jetzt die Höhle der vergessenen Träume darauf setzen? Ein YouTube-Dokument? Also ich würde es schon an Hell vergeben, obwohl dieser Film gerade sehr untypisch für deutsches Kino ist. Also wir reden hier auch vom Genre-Kino natürlich und vom Kino. Ich sage jetzt mal nicht, dass das jetzt durchs deutsche elitäre Kulturfeuilleton durchrattert. Ja. Sondern, aber wenn wir die Kategorie deutscheste Film nennen, dann ist es eigentlich mehr die Art von Film. Ja, eben, genau. Also wir meinen halt wirklich einen Genrefilm eigentlich dann halt. Der deutscheste Genrefilm des Jahres. Ja. Ich meine, Captain America hatte Nazis. Also. Er hatte noch ein anderer Film, hatte deutsche, aber da kommen wir später zu. Ja, ja. Nein! Gut, deutschester Film des Jahres, Hell. Hell, alle können wieder über Martins Kopf gleich den Link anklicken zu dem Video. Nicht nach oben, das ist jetzt noch nicht da. Das kommt erst in der Post-Production dran. Aber die Leute sehen das dann. Ja, die sehen es dann. Ja, natürlich. Wenn ich dann nach oben gucke, sieht das auch aus, würde ich es angucken. Das ist doch einfach. na gut, ihr könnt. Ihr könnt euch alle ansehen. Ihr könnt seinen Kopf anklicken. Wir werden den Link vor seinen Kopf setzen. Genau. Aber, ja gut, egal. Ihr wird ein Link sein zu Hell, dann halt, ihr könnt euch das Vlog angucken, was wir davon halten. Er ist nämlich doch sehr stark leider an amerikanischen Vorbildern orientiert und wenn man er ist auch sehr jetzt mal als Deutsche da rausstreichen würde, also dass das Setting in Deutschland, das hätten genauso gut Amerikaner aufdrehen können, mit amerikanischen Schauspielern auch dann halt, so wie es jetzt bei Verwendung passiert ist, halt auch irgendwie mit Schweden dann halt. Hätten sie genauso machen können und es wäre kein richtiger Unterschied eigentlich gewesen, leider. Also, es ist leider kein richtig deutscher Film. Es ist echt schade, weil der Film hat schon Spaß gemacht. Wobei ich sagen muss, wenn er nicht aus Deutschland gekommen wäre, wäre bei mir weit schlechter weggekommen. Ja. Das ist der Lokalbonus hier. Der Heimspielbonus. Den Fum ist eine deutsche Firma. Wie Trigema. Wollen wir uns auch so lachen. Ich hätte dann halt noch einen anderen Aufwärter für die Höhle. Für den deutschesten Film des Jahres. Und zwar die Höhle der vergessenen Träume von Werner Herzog. Es ist ganz kurz gesagt eine Dokumentation über die Chauvet-Höhlen in Frankreich. Ich weiß nicht, ob sie wirklich Chauvet heißen. Ich kann es halt nicht ausrufen. Die irgendwann gefunden wurden vor wenigen Jahren. Und nachdem sie halt gute 30.000 Jahre von der Außenwelt abgeschnitten waren. Und in dieser Höhle ist wirklich fast alles so konserviert wie vor 30.000 Jahren jetzt. Also Fußspuren zum Beispiel oder die Höhlenmalereien. Deshalb dürfen nur einmal im Jahr so eine Handvoll von Wissenschaftlern da rein. Ah, und Werner Herzog durfte halt mit rein und hat gleich 3D-Kameras mitgenommen. Wo er schon mal da war. Wo er schon mal da war? Wo er schon mal da war, hat er die direkt mitgenommen. Genau. es ist ein sehr atmosphärische Doku, bei der manchmal die Musik ein bisschen anfängt zu nerven, weil sie sehr getragen ist und sehr und so weiter. Außerdem glaube ich, einerseits ist es zwar wahrscheinlich ist es einfach damit auch der Normalsterbliche diese Höhlen einfach besser erleben kann, in 3D gedreht worden. Auf der anderen Seite kann man genauso gut behaupten, er hat es in 3D gedreht, damit er es überhaupt in die Kinos reinkriegt. Er spannt den Bogen auch noch über diese Höhlenmalereien zu den Anfängen der menschlichen Kunst, wann wurde der Mensch ein Künstler und philosophiert darüber ein bisschen, schweift auch ein bisschen weit ab, irgendwie mit weißen Krokodilen irgendwie zum Schluss oder Alligatoren, keine Ahnung. Was wiederum unheimlich toll ist einfach seine Stimme und
mit der er das Ganze narriert. Und aufgrund dessen habe ich mir dann auch eine von den etwas neueren Simpsons-Folgen aus den USA angeguckt, im Original, weil er da nämlich mitspielt und im Deutschen auch spricht dann. Walter Hottenhofer! Und das ist... Ich habe diesen Akzent und seine Stimme einfach tagelang nicht mehr aus dem Kopf rausbekommen. Und das ist einfach, glaube ich, Grund genug, ihn auf den Platz des deutschesten Films des Jahres zu setzen. Irgendwie. Naja. Ich denke, wir können dann weiter übergehen zur nächsten Kategorie, die nämlich dann... Ja. Ja. Sherlock Holmes hat übrigens auch Deutsch, ist mir gerade eingefallen. Ja, stimmt, genau. Meine Art. Das wieder für Pfeffer für die paar Hühner. So, und die nächste Kategorie nach der Werbung. Gut, nein. Um zu sagen, wir kommen jetzt zur nächsten Kategorie. Was ich gerade mit dem Arm gemacht habe, schneiden wir raus. Die nächste Kategorie ist der Craptastic Movie of the Year. Ist aber nur scheiße. Ja. Der schlechteste Film des Jahres. Diese Auszeichnung verdient hat ein Film, der nicht von Uwe Boll kommt. Ja. Sucker Punch. Sucker Punch. Er hat das Zack schon im Titel. Ist also, glaube ich, ein bisschen was anderes bedeuten, aber es ist ein schönes Wortspiel. Ja. Ich danke dir für deine Kreativität. Meine Kreativität ist grenzenlos. Mhm. Wir waren beim Männerabend drinne. Männer. Männerabend. Und eigentlich ist es schlimm, wenn das Tollste, woran wir uns erinnern können, ist, dass wir auf dem Männerabend dort waren. Da gab es Bier. Ja, Bier, toll. Ja, und es gab zu Anfang eine Verlosung und alles und sowas. Das war eigentlich recht toll, aber als der Film dann also so halbe, dreiviertel Stunde am Laufen war, da ja saß ich teilweise dann wirklich so dann da, weil der Film hat einfach ein großes Problem und das ist, dass er versucht, ein künstlerisch wertvoller und tiefgründiger Film zu sein. Und das ist da so was. Das ist der absolut nicht. Der kann, also ich habe, glaube ich, außer Uwe Boll, glaube ich, habe ich noch nie jemanden entdeckt, der so weit davon entfernt ist, ein respektierter Autorenfilmer zu sein wie Zack Snyder. Wobei ich sagen muss, dass Uwe Boll das, glaube ich, nicht versucht. Ich glaube, was Uwe Boll macht ihn, glaube ich, ist ein Image aufzubauen, was er nicht hat. Ich glaube, er nimmt sich selbst auch nicht so ernst, wie er immer tut. Aber Sucker Punch, darum geht es jetzt. Es ist wirklich das Tragische drin. Also der Film hat so grandiose Action-Szenen. Also die sind so over the top und alles. Und dann macht er alles kaputt mit so hirnrissigen und nichtssagenden Dialogszenen, dass es einfach... Der Film ist einfach eine Verschwendung von Potenzial. Wirklich. Ja, auf jeden Fall. Also, ich bin immer noch der Meinung, dass die Steampunk-Zombie-Nazis, die keine Nazis waren, weil im Ersten Weltkrieg gab es noch keine Nazis, also nennen wir sie Steampunk-Zombie-Gruppen des Kaisers, die hatten das Potenzial zu dem besten Film-Trash, den man sich vorstellen kann. Ich meine, insgesamt Sucker Punch... Er war gut anzusehen und zwischendurch hat er auch Spaß gemacht. Das gestehe ich ihm völlig zu. Aber als Gesamtbild ist er einfach nur scheiße. Das ist nämlich das Problem, dass er zwischendurch einem immer wieder versucht, irgendwas reinzudrücken, was jetzt mit künstlerischem Anspruch zu tun haben soll. Wäre nicht schlimm, wenn wirklich es etwas dahinter wäre auch. Das ist es aber nicht. Und da ist er, versagt der Film einfach komplett. Weil, wenn es ein guter Film wäre, dann würde er es schaffen, dass alles... in den Film fließend mit einzuarbeiten, ohne dass jemand jetzt großartig davon gestört wird. Man stößt auf die tieferen Themen dadurch, dass man unterhalten wird vom Film und nicht dadurch, dass einem der Film das vor die Nase hält die ganze Zeit. Und das tut Sucker Punch die ganze Zeit. Hey, ich habe ein Feminist Empowerment Movie gedreht. Ein Film mit halbnackten Frauen ist nicht feministisch. Nein, es ist auch nicht feministisch, aber die Tatsache, dass sie halt Männern dort in den Hintertreten, sieht Zack Snyder anscheinend als eine Feminist Empowerment Fantasy oder was auch immer dann halt an. Und Filmstarts zum Beispiel haben argumentiert, dass Sucker Punch ein Querschnitt
eine Bestandsaufnahme durch die aktuelle Popkultur bietet, die halt von Videospielen, von Girls in Skimpy Outfits und sowas geprägt ist, aber das stimmt einfach nicht. Also, nee, der Film ist eigentlich nur eigentlich. Beziehungsweise, ich kann es einfach nicht nachvollziehen, sag ich jetzt mal so. Also, dass das, wir haben 2011, wir haben eine Zeit gehabt, da war ein Film von Werner Herzog, von David Cronenberg und von Roman Polanski, die waren fast zeitgleich im Kino und sowas. Und dann behaupten Filmstarts zum Beispiel oder auch ganz viele andere, dass Sucker Punch gerade unsere aktuelle Medienlandschaft darstellt irgendwie. Das kann ich nicht ganz irgendwie auf die Reihe kriegen. Das ist... Ja, doch. Doch. Es ist das, was... Nein, es ist es das, ist, was viele Leute wollen vielleicht, ja, oder eben, irgendwas. Aber das ist das, ich sehe da noch keine Kritik drin, weil er es einfach nicht als Kritik ansetzt, sondern weil... Ja, Kritik ist es nicht, aber es... Ja, ja. Er bedient die Massen. Ja, ja. Für das Volk. Ja, anscheinend schon. Also, und das ist einfach. Ich war zwischendurch schon am Überlegen, ob ich mir auf DVD hole und nochmal sehe, weil ich vielleicht irgendwas vergessen habe da oder übersehen habe oder sowas. Aber ich glaube einfach nicht. Zumal, wenn ich mir zum Beispiel 300 ansehe auch oder sowas. 300 ist einer der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe. Dann hat Zack Snyder Watchmen gemacht und Watchmen ist einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. Auch einfach. Der war so gut, dass ich am nächsten Tag losgegangen bin und mir den Comic gekauft habe. Also, das will schon was heißen einfach. Und mittlerweile glaube ich, dass Watchmen nur so gut war, weil er sich wirklich 1:1 an den Comic gehalten hat, auch bei der Übernahme. Bis auf kleine Freiheiten dann halt bei den Details. Ein anderer guter Film von ihm ist das Dawn of the Dead Remake. Und das ist, wie gesagt, auch nur ein Remake. Das ist keine eigene Geschichte. Ich habe Ausschnitte draus gesehen, die ich nicht so toll fand unbedingt. Also muss ich sagen. Ich habe den selber nicht ganz gesehen. Das, aber. Der Film ist mit einer der besseren Filme von ihm auf jeden Fall. Er kommt nicht an das Original ran, das auf keinen Fall. Mhm. Aber ich finde ihn auch nicht schlecht. Aber er ist hier nicht Thema. Ja, ja. Machen wir jetzt. Wir müssen außerdem mit der Zeit ein bisschen klarkommen. Jetzt. Genau, unsere Produzenten sitzen uns im Nacken. Mit Kanonen. Mit Kanonen. Okay, ansonsten schlechtester Film, den ich dieses Jahr gesehen habe, und da danke ich dir für, ist Blubberella. Blubberella. Oh, ey. Es ist besonders peinlich, wenn ein Film versucht, lustig zu sein und es nicht ist. Also das ist dieser sprichwörtliche Heuballen, der halt durch die Prärie rollt, wie in vielen Westen. Yeah, halt, so jemand einen Witz reißt und niemand lacht einfach, weil dieser Witz auch unangenehm ist. Einfach der überhaupt, weil er verletzend ist und so. Das Hauptproblem bei Blubberella ist eben neben diesem nicht vorhandenen Humor, dass es eine Aneinanderreihung von Szenen ist. Ja. Er parodiert damit Blood Rain 3, den ich auch gesehen habe. Allerdings lässt er viele Inhalte von Blood Rain 3 weg. Wenn man Blood Rain 3 gesehen hat, macht Blubberella wesentlich mehr Sinn. Er wird dadurch nicht lustiger, aber man versteht teilweise, worauf angespielt wird. Meine Zusammenfassung für diese beiden Filme und Auschwitz ist einfach Uwe Boll at its worst. Ja. Und zwar weil er, weiß ich nicht, also... Aber es gab eine einzige witzige Sache an Blubberella. Und zwar, das weiß ich auch nicht, ob ich das nur lustig finde, weil das mein Twisted Mind ist irgendwie, aber es gibt ja dieses Gemälde von Andy Warhol mit Marilyn Monroe, glaube ich, drauf. Dann sowas, was in vier verschiedenen Farben sind. Das sind vier Kästen, wo viermal das gleiche Bild, allerdings mit verschiedenen Farbkontrasten drin ist. Und das Bild hängt bei Blubberella im Zimmer von ihr, wie sie gerade ein riesiges Hähnchen verspeisen möchte und so mit diesem Ausdruck dann halt. Und das sieht lustig aus. Das ist der einzige Witz in dem ganzen Film. Ich muss sagen, ich fand die Stauffenberg-Szene auch lustig. Ja. Sie war hirnlos. Mir ist mir schon peinlich, dass ich sie lustig fand, aber ich fand sie doch irgendwo lustig. Ja, ja. Gehen wir schnell weiter und gehen wir duschen oder sowas. Genau. Wir duschen jetzt, bevor wir mit unserer abschließenden Kategorie weiter fortfahren, nämlich den Badass of the Year. The Badass of the Year. Okay, für das Badass of the Year haben wir tatsächlich zwei verschiedene Meinungen. Und ihr seht ja schon, Martin hat sich schon zurecht gemacht. Ja. Yeah. Fahr vor mit deinem Badass. Das Badass of the Year ist für mich, obwohl, erstmal Runners-Up, ist natürlich Woody Harrelson, der Badass Barkeeper-Mentor.
Aber er ist nicht das Baddest of the Year. Das Baddest of the Year für mich persönlich und damit für die komplette Abteilung von Foom Entertainment, der ich vorstehe. Ein Glück, dass ich einer anderen Abteilung vorstehe. Werden wir ändern. Das Baddest of the Year ist Lars aus dem The Thing Prequel. Der Typ ist einfach nur cool. Er spricht kaum ein Wort. Er hat einen Flammenwerfer. Er jagt mit einem Hubschrauber einen Hund durch die Arktis. Er... Ein Hund, der das Ding ist. Ein Hund, der das Ding ist, richtig. Er weiß es, er ist ein Held eigentlich. Er ist ein echter skandinavischer Held. Er überlebt leider das Original nicht. Er stirbt da recht früh, aber Lars ist ein Badass. Mein Badass ist auch ein Norweger. Nämlich Hans, der Trolljäger aus dem gleichnamigen Film. Trollhunter. Heißt es ja nicht gleichnamig. Trolljäger. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man es auf Norwegisch ausspricht. Also, tut mir leid, jetzt alle Norweger, die ich verletzt haben sollte, aber... Ich glaube nicht, dass unser norwegisches Publikum so groß ist. Das ist riesig. Der Foom Norway ist gigantisch. Nein, Hans geht zu Fuß auf Trolljagd in Norwegen. Und Trolle sind in dem Film wirklich nicht diese kleinen, niedlichen Gestalten, die ein bisschen blöde sind und lustig und hahaha und sowas. Sondern das sind normale Raubtiere eigentlich, so werden sie dargestellt. Das wird auch ein bisschen halbwissenschaftlich so aufgerollt. Die zerfallen nämlich, die werden nämlich zu Stein, weil irgendein Enzym fehlt und sowas und das Sonnenlicht irgendwie in den Knochen umgesetzt wird oder weil sich die Knochen ausdehnen oder so Kram und sowas. Das wird alles gut erklärt dort in dem Film, so beiläufig, weil eine Tierärztin halt interviewt wird, die sich damit befasst. Das ist richtig gut dann halt, aber Hans geht zu Fuß mit Stroboskop, also mit UV-Lichtlampe und also Blitzen und sowas alles auf Jagd nach Trollen. Und das Tolle daran ist, dass er sich selber dann nicht irgendwie als Held ansieht oder was, sondern dass das für ihn ein ganz stinknormaler Job ist. Es ist ein Job, der auch noch mies bezahlt ist und darum lässt er überhaupt die Studenten, die ihn aufgesucht haben, überhaupt ihn begleiten mit ihrer Kamera dann auch bei den nächtlichen Jagden dann halt. um halt vielleicht ein bisschen Respekt für seinen Beruf und sowas dann alles zu schaffen und ein bisschen, wenn das an die Öffentlichkeit kommt, hofft er auch, dass er vielleicht endlich mal bezahlt wird. Er kriegt keine Überstundenvergütung, keinen Nachtzuschlag und sowas. Also das sind die wirklichen Sorgen, mit denen er sich rumschlägt. Die eigentlichen Sorgen, Trolljagen, ist doch nur ein Job. Könnte ein bisschen besser bezahlt sein. Ne? Und darum ist er mein Badass of the Year. Einigen uns darauf einfach, Badass of the Year sind Norweger. Ja, ja. Also, damit hast du auch die Norweger, die du eben gekränkt hast, sehr entschädigt. Ja, ja. Zumindest im Film. Norweger sind Badass. Genau, und das Tolle auch noch ist, also außerhalb des Films, derjenige, der Hans gespielt hat, ist eigentlich ein Comedian in Norwegen. Aber der spielt wirklich total straight durch und du nimmst ihn jede Sekunde wirklich ab. Das war mein Badass of the Year. Und das war überhaupt jetzt, das war unser Jahr, ne? Das war unser Jahr. Ja, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht dann so. Vielleicht habt ihr über einige Filme ähnlich so gedacht. Ihr drei Zuschauer da vor dem Bildschirm irgendwie. Und mal sehen, was das nächste Jahr bringt. Schiffe versenken. Schiffe versenken. Bis dann. Tschüss. 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 Ja.